Hi Leute, ich bin der Dominik von Lebe die Wildnis Survival Adventure and Training. Willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer vor der Haustüre. Normalerweise bin ich immer eher minimalistisch unterwegs. Bei dieser Folge aber mache ich eine Trekking-Tour über 83 Kilometer durch den schwäbisch-fränkischen Wald. Ich habe also vom Zelt über Gaskocher bis hin zur Verpflegung alles dabei und ich möchte die Möglichkeit auch gleich nutzen, um neues Equipment auszuprobieren. Haltet doch einfach mal Ausschau während dem Video und versucht mal herauszufinden, was ist das neue Equipment, das ich ausprobieren möchte. Schreibt es unten in die Kommentare rein und mal schauen, wer dann richtig liegt. Hier geht es zum alten Silberstollen. Hallo! Hallo! Der Abbau von Silber hat sich damals anscheinend nicht gelohnt und deshalb hat man das alles wieder stillgelegt. Und jetzt zeige ich euch mal einen richtig schönen Baum. Was für ein krasses Teil hier. Das hier ist eine der typischen Schluchten hier in der Gegend. Die Bodenbachschlucht. Wow, das hier hat bestimmt ein sehr geduldiger Mensch gebaut. Das sieht aus, als wäre es einfach nur so übereinander geschichtet. Das ist halt nur durchs Eigengewicht. Cool. Oh, hier ist richtig schön grün. Da geht es ganz schön runter. Ein Hoch und ein Runter ist das hier. Es geht ganz schön in die. Oh, das geht ganz schön in die Beine. So, meinen Lagerplatz habe ich schon und bevor es jetzt ans Abendessen kochen geht, möchte ich euch mal zeigen, was ich eigentlich zum Essen bei so einer Trekkingtour dabei habe. Der Körper muss schnell an die Energie rankommen, deshalb habe ich hauptsächlich Kohlenhydrate dabei. Das sind dann zum Beispiel Nudeln, Couscous, Haferflocken und so weiter und so fort. Apropos Nudeln, hier habe ich Dinkelspirelli, die haben eine sehr kurze Kochzeit von 6 bis 8 Minuten. Und darauf müssen wir auch achten, wenn wir hier draußen unterwegs sind und kochen, denn wir wollen so viel Brennstoff wie möglich sparen. Zudem möchte ich halbwegs gesund kochen, wenn ich draußen unterwegs bin und nehme dann, wenn es geht, auch frisches Gemüse mit zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Zwiebel eingepackt, eine Karotte, ein Stück Lauch und so weiter. Auch noch einen Apfel mit in der Tasche mit dabei fürs Frühstück. Und wenn ich auf Fertignahrung zurückgreife, dann versuche ich auf Inhaltsstoffe wie Palmöl, Geschmacksstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter, so gut es geht, zu verzichten. Und heute Abend gibt es ein Uncle Ben's Reis mit ein bisschen frischem Gemüse und dann kommen noch ein paar Nudeln mit dazu rein. Muss auf jeden Fall das Essen mit rein. Dann kommt jetzt zum Verfeinern noch ein bisschen frischer Giersch drauf. So, Deckel drauf. Das war ein bisschen Morgengymnastik zum Wachwerden. Und jetzt ein kleines Quiz am Morgen. Welcher bekannte YouTuber hat hier unter diesem Fels übernachtet? Denkt mal drüber nach, forscht vielleicht ein bisschen nach. Und wenn eine Idee hat, schreibt es einfach unten in die Kommentare mit rein. Ich bin gespannt, wer es weiß. Der Schwäbische Waldweg ist ziemlich abwechslungsreich. Auf den 83 Kilometer muss man immer wieder auf Schotterwegen laufen, mal eine Hauptstraße überqueren. Es gibt aber auch viele Trails, also viele schöne, schmale Single Trails, wo es dann schon richtig Bock macht, auch die zu wandern. Außerdem kommt man immer wieder mal durch eine Ortschaft durch, sodass man in der Lage ist, mal irgendwo einzukehren oder Verpflegung nachzukaufen.
Alter, war das jetzt ein Anstieg. Aber geschafft. Und ich auch. Und jetzt zeige ich euch, was bei der Lagerplatzwahl und beim Zeltaufbau zu beachten ist. Merkt euch, der Lagerplatz sollte sicher, trocken und gut zugänglich sein. Auch nicht unbedingt in der Senke übernachten. Das gleiche gilt für Gewässer, auch da ist es immer kälter. Bevor ihr das Zelt aufbaut, achtet mal, woher der Wind kommt. Denn das Zelt sollte so aufgestellt werden, dass es möglichst wenig Angriffsfläche für Wind bietet. Zuerst lege ich mein Ground Sheet aus. Was ihr vor dem Zeltaufbau noch machen solltet, ist, dass ihr mal Probe liegt. Also mal schauen, ob die Fläche hier, auf der ihr übernachten möchtet, schön komfortabel ist. Wichtig ist außerdem, dass ihr die Heringe rechtwinklig zur Zugrichtung in den Boden steckt. Kriegt man den Hering mit der bloßen Hand nicht rein, kann man auch noch einen zweiten Hering zu Hilfe nehmen. Aber Vorsicht, dass ihr den nicht verbiegt. Und genauso kriegt man sie dann natürlich auch wieder raus. So, fertig! Hier ist es genauso idyllisch wie gestern. Und weiter geht's auf dem Schwäbischen Waldweg. Die Hälfte der Strecke habe ich schon hinter mir, 41 Kilometer noch vor mir. Und eins meiner heutigen Highlights wird die Hirschbachschlucht sein. Schaut mal, hier geht's schon wieder über Traumpfade. Richtig geil, ich bin echt begeistert. Das ist der hintere Hirschbach-Wasserfall. Lecker. Und hier kommt der vordere Wasserfall und somit das Ende der Hirschbachschlucht. Super schön. Und weiter geht's auf meinem Weg. Jetzt bin ich in Murhard. Hier startet der Schwäbische Waldweg normalerweise. Hier ist das Naturparkzentrum. Das hier ist die Ruine eines Limes-Wachturms. Der Limes ist die römisch-germanische Grenze, die verläuft einmal quer durch den schwäbisch-fränkischen Wald und entlang dieser Grenze stehen viele dieser Wachtürme. Viele sind eingestürzt, bei manchen steht da nur noch das Fundament, andere wurden restauriert, sodass man sie nochmal anschauen kann. Sieht man den restaurierten Limes-Wachturm. Hier hat man sogar den Limes-Graben und den Wall nachgebaut. Schon cool, den ganzen Grat hier hat man nachgebildet. So war das früher angeblich. Heute waren es gute 25 Kilometer. Und bevor ich mein Lager aufschlage, möchte ich euch noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Achtet unterwegs ganz besonders auf eure Füße und pflegt sie gut, denn die tragen euch hier draußen durch die Landschaft. Lauft eure Wanderstiefel gut ein und lüftet die Stiefel und eure Füße in jeder Pause, wenn möglich. Ich mag so, dass ich bei langen Tagesetappen circa nach der Hälfte auch mal die Socken wechsle. Wenn ihr eure Schuhe ausgezogen habt, nehmt auch ruhig mal die Sohlen raus, sodass sie richtig durchtrocknen können. Ich habe bei meinen Wandertouren spezielle Socken an. Das sind doppellagige Socken von Ride Sock. Die gibt es jetzt auch in der Lebe die Wildnis-Variante. Und ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Das Besondere daran ist eben, dass sie zweilagig sind und die Reibung zwischen den zwei Stofflagen stattfindet und nicht zwischen Strumpf und Haut. Yeah, schaut euch das an. Ich schlafe mal wieder im Wald. Richtig gemütlich hier. Ich freue mich wirklich sehr auf die Nacht, denn ich bin jetzt brotfertig. Und was noch richtig geil ist, ist, dass ich endlich mal wieder richtig sitzen und kochen kann. Ich habe hier einen richtig schönen natürlichen Tisch. Einfach geil. Tag 4. Der finale Tag heute. Auf geht's in die letzten 16 Kilometer.
Ich bin ja auf der höchsten Erhebung im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, die Hohe Brach mit 586 Metern. Hier steht dieser Funkturm vom SWR. Den kann man als Orientierungspunkt im ganzen Schwäbisch-Fränkischen Wald nutzen. Also von fast überall aus sieht man den. Boah, schaut euch die Aussicht an. Und hier ist nochmal so ein Silberstollen. Der scheint besser ausgebaut zu sein als die anderen. Ah, den Kopf. Und hier geht es sogar noch weiter. Aber leider nicht für mich. Hier ist Endstation. Aber ich würde gern hochklettern. Okay, und wieder raus hier. Den Hühnern hier geht's richtig gut. Das nenne ich artgerechte Haltung. So muss es sein. Wenn es davon nur mehr geben würde. Komm, komm. Oh! Scheiße. Das war jetzt krass. Oh, fuck, Mann. So geht's, wenn wir die Hühner anlocken wegen. Scheiße, Mann. Ah, da hat man einmal nicht aufpasst und schon kriegt man eine gewischt. Ich fütter euch nicht nochmal. Scheiße. Und kaum kommt man aus dem Ort raus, wird es wieder richtig idyllisch. Ja, das ist sehr abwechslungsreich hier alles. Bald müsste ich aus dem Wald draußen sein. Jetzt nochmal den schönen Weg genießen und die wunderbare Landschaft um mich herum. Ab geht's nach Hause. Hier ist Meinhard. Hier habe ich vor 4 Tagen meinen Lauf gestartet. 83 Kilometer einmal durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald über den Schwäbischen Waldweg. Es war richtig cool, hat Spaß gemacht, war wirklich abwechslungsreich. Alles in allem war es eine coole Zeit und ich kann den Weg auf jeden Fall empfehlen. Alle Infos, die ihr braucht, sind unten in der Beschreibung drin. Und ich freue mich jetzt auf eine Dusche, wenn ich daheim bin, was Leckeres zu essen und einfach mal die Füße hochnehmen. Also ich hoffe, euch